Eins, zwei, drei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Auslosung unseres PS-FIFA Cup Leverkusen. Findet bereits zum dritten Mal statt. Ja, kurz und knapp gehalten, ihr kennt das Prozedere. Wir haben wieder zweite Kamera installiert, damit ihr die Mia auch seht, wie sie mischt. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Was wir noch dazu sagen müssen, wir schmeißen jetzt hier die 16 Teilnehmer rein. Zwei sind wieder als reserviert angegeben, weil die Teilnehmer noch nicht feststehen. So, und die ersten vier, beziehungsweise Platz 2 und 5 vom letzten Turnier sind Gruppenstarter, weil der Marcel als Titelverteidiger nicht mitspielen kann. Rutscht der fünfte Platz nach, das wäre in dem Fall Markus. Heißt im Spielplan folgendes: In Gruppe A auf Platz 1 startet Tomek. Er ist ja letztes Jahr im letzten Turnier Zweiter geworden. Haben wir schon reingeschrieben. Der Dominik führt die Gruppe B an. Christopher die Gruppe C und Markus als Fünftplatzierter Gruppe D. Wie gesagt, Marcel wäre eigentlich an Gruppe A gewesen, aber da er nicht mitspielt, rutscht Markus als Gruppenkopf nach. Ja, ich würde sagen, dann können wir auch schon loslegen. Ne? Die Mia mischt jetzt einmal gut durch. Als der Papa hält fest, nur einmal durchmischen. Unser Papa eingeben. Wir machen das jetzt die Reihenfolge, Gruppe A, B, C, D und dann einfach so durch. Das wäre Gruppe A. Auf Platz 2 ist Philipp. Weiter. In Gruppe B auf Platz Nummer 2 kann man sich kaum bestimmt lesen. Flo. Einmal nochmal kräftig durchmischen. In Gruppe C auf Platz 2 Marcel Günzel. Marcel Fienke spielt ja nicht mit. In dem Fall haben wir nur ein Marcel. In Gruppe D auf Platz Nummer 2 ist der reserviert 20. Das heißt, dieser Teilnehmer steht noch nicht fest. So, kommen wir nun zum dritten Startplatz in Gruppe A. Na, das ist der andere reservierte Platz. Ja, du darfst auch. Musst du so feste drehen. So, dann gibst du dem Papa den Zettel, der da immer drin ist. Das ist der Kevin. Kevin Nickisch, genau. Kevin Nickisch. Kevin Endpunkt. Auf Platz Nummer 3 in Gruppe C, der Peter. Platz Nummer 3 in Gruppe D, der Philipp Breuer. Probierst das nochmal? Ja, jetzt kommt Platz 4 in Gruppe A. Ja. Hier, kannst du den Zettel rausholen? Das ist jetzt Platz Nummer 4 in Gruppe A. Das ist der. Ja, musst du hier hin, der Papa sieht das nicht. Dreh mal um. Der Freddy. Platz 4 in Gruppe A. Dann machen wir weiter. Dann haben wir Platz 4 in Gruppe B. Ist der Kim. Mia ist gerade am Mischen, genau.
musst du den Marlon, der Marlon ist unten, deswegen musst du ihm eben Bescheid sagen. Mia. Platz 4 in Gruppe C, Daniel. Warte hier. Dann haben wir Gruppe D, den Jürgen. Da haben wir schon das erste Bruderduell, beziehungsweise sind ja die einzigen Bruderduelle. Wolf kann ja leider nicht, genauso wie Julian. Jetzt kommen wir zu den letzten Plätzen. Das wäre Platz Nummer 5 in Gruppe A. Der Kevin. Kevin Ho. Nein, nicht Kevin Ho. Nee, den anderen Kevin hatten wir ja schon. Das ist mal Nummer 10. Nee, sieht aus. So, dann haben wir noch in Gruppe B Platz Nummer 5. Der Kölle. Gruppe C ist der Jan. Ja. Der Jan. Ja. Oh, und der letzte Platz Nummer 5 in Gruppe D, der Timothy. Kann ich nochmal? So. Kann ich nochmal? Ne, jetzt haben wir ja alles. Ach, ich möchte nochmal. Ach, die Mia möchte nochmal. Machen wir gleich für uns nochmal, ne? Wir haben jetzt die Gruppen ausgelost. Kann man von da oben gut sehen. Ja, wir müssen uns aber noch verabschieden, ne? Von denen. Ja. Sagen wir bis zum nächsten Mal beim vierten Turnier. Vielleicht hilft der Maler uns ja dann schon mit, ne? Ist ja bestimmt ein bisschen größer. Ach, ich da ja? Nochmal. Und dann sagen wir aber erstmal tschö zu denen, ne? Ja. Bis bald, ne? Tschö.